Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr kennt das sicher auch. Ihr habt sicher auch diese eine bestimmte Freundin, die eure Einkaufsmuse ist. Und ja, ich habe sie auch und wir waren letzten Mittwoch gemeinsam. Wir wollten eigentlich Kaffee trinken gehen und spazieren gehen. Aber was habe ich stattdessen gemacht? Ich war shoppen. Ja, zunächst haben wir uns über Haarshampoos unterhalten und ich meinte, ach ja, da gibt es ja eines von Lush. Ich werde mir dieses von Lush besorgen und natürlich in Lush angekommen sind mir andere Produkte natürlich auch. Also ein anderes Produkt ist mir auch in den Augen gefallen und ja, warum ich eigentlich hingegangen bin, ist diese eine Haarshampoo-Seife. Jason and the Argan. Ein Schutz für alle, die kräftiges, glänzendes Haar suchen. Schäumen Sie das Shampoo zwischen den Händen auf oder gleiten Sie damit direkt über deinen Kopf. Einmassieren und ausspülen. Ich habe dieses auch gemacht. Hallo Katze. Ja, meinem Kater riecht das auch ganz gut. Gizmo, riecht gut? Ja, riecht gut, gell? Ja, und meine Haare habe ich nachher nicht balsamiert, sondern habe sie einfach nur ausgekämmt. Und ja, es hat wunderbar funktioniert. Habe sie mir bereits zweimal damit gewaschen. Ich finde, sie schauen gut aus, fühlen sich gut an. Und ich kann mir auch eher diese Locken reinkneten. Und ja, Lockenwellen, die halten halt dann irgendwie. Natürlich war das nicht alles, was ich mir beim Lush geholt habe. Ich habe euch hier letztens einen anderen Lipgloss von ihnen vorgestellt. Das andere ist eher long-lasting haltender. Der nicht so, aber die Farbe ist ja irrsinnig schön. Das ist so ein Babyrosa mit Glitzerpartikeln drin. Also schaut wirklich sehr, sehr schön aus. Und als Dankeschön, dass ich bei ihnen eingekauft habe, habe ich Herbalism Make-up-Entferner bekommen. Habe ich auch ausprobiert, nur irgendwie komme ich mit dem Zeug nicht zurecht. Ich habe keine Ahnung, wie man das anwendet. Ich habe wirklich keine Ahnung. Und es steht auch nicht wirklich drauf. Und die Verkäuferin hat mich auch nicht wirklich beraten, was ich denn tun soll. Also das ist nichts für mich. Wer es haben will, ich schenke es euch. Ja, Bibi. Ein Kater, das sieht ihr gerade nicht. Schmust ganz fest mit den Sachen da. Also dem macht das total viel Spaß. Entschuldigung für die Pyjama-Hose. Aber ich war auch so angenehm daher. Ja, nicht mit dir, aber ein paar Tage zuvor war ich in Biber und habe dieses Today Duschgel entdeckt. Und kosten unter 1 Euro. Riechen aber so himmlisch, dass ich mir gleich alle drei Duftsorten kaufen musste. Ist auch eine Limited Edition. Das riecht nach Apfel. Dieses hier, wie man schon erkennen kann, riecht nach Himbeeren. Und das dritte im Bunde ist Bananeneis. Und es riecht nach Bananensplit. Also bitte, so geil. Ich weiß, es sind keine Naturprodukte, zumindest glaube ich, dass das keine Naturprodukte sind, aber sie sind dermatologisch getestet und pH-neutral. Und sie riechen geil. Und auch wenn ihr nach der Dusche rausgeht, riecht sie noch immer nach diesem Duschgel. Also ich finde es phänomenal. Ja. Gehen wir weiter ins Sortiment. Da waren wir beim Douglas, weil meine liebe Freundin ein Körperpeeling gesucht hat, das angeblich ausschaut wie Zuckerwatte und sich auch so anfühlt auf der Haut von Kiss oder keine Ahnung wie die Marke heißt. Leider gab es das nicht. Somit ist man von dem einen kleinen Douglas ins große Douglas gegangen. Und dadurch, dass ich meine Fingernägel neu machen wollte, habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal, ob die Shellacks da haben, weil ich habe zwar ein paar Farben, aber ich will mal wieder was Neues probieren. Und ja, da haben es mich, also die einzige Firma, die sie als Shellack haben, ist das von Annie. Und da habe ich schon zu aus. Jawohl. Also richtig wie die Verpackung.
Und allein, dass da drauf steht, any one step ready, habe ich mir gedacht, oha, das muss ich probieren, weil normalerweise dauert es 2 Stunden, bis ich meine Fingernägel mache. Ich sehe klar, zuerst die eine Hand, dann die andere Hand, ablackieren, dann neu und manikieren und was weiß ich nicht alles. Das ist alles so anstrengend und ja, wenn man schon alles in einen Aufwisch haben kann, warum nicht? Auf jeden Fall steht da Nägel mit Prepare Clean entfernen. Stinknormaler Cleaner tut's auch. Ich weiß, dass die Firmen irrsinnig gerne ihre Produkte verkaufen, aber warum mehr zahlen, wenn es auch weniger geht? Dann steht Let One Step Ready auftragen und 30 Sekunden unter dem LED Light aushärten. Ich habe eine stinknormale UV-Lampe und damit ist es auch gegangen. Statt 30 Sekunden habe ich jedoch 120 Sekunden genommen und ich habe es zweimal aufgetragen, weil mir persönlich nach einmal auftragen die Farbe zu schwach war. Auf jeden Fall, da Dispensionsfilm auf den Nägeln mit Prepare Clean abnehmen. Also auch hier habe ich wieder einen stinknormalen Cleaner verwendet, weil, ja, wie gesagt, das tut's auch und ich will nicht ständig irrsinnig viel Geld ausgeben, nur weil der Name in dem Fall Annie draufsteht. Cleaner ist Cleaner und Cleaner wird Cleaner bleiben. Dadurch, dass ich sehr fettige Nägel habe, traue ich diesen ganzen Marken nicht, weil CND schlussendlich bis dato der einzige Shellack war, der bei mir gehalten hat. Zu meinem Erstaunen hält dieser genauso gut und ich brauche kein Basecoat, ich brauche kein Topcoat, nein, man tragt es einfach auf. Ja, dadurch, dass ich es aufgenommen habe, habe ich 20 Minuten gebraucht pro Hand, aber ich nehme an, wenn ich es ohne Kamera mache und mich ganz allein auf mich und meine Nägel konzentriere, bin ich in 20 Minuten mit beiden Händen fertig. Auf jeden Fall habe ich das schon seit fast einer Woche oben, also morgen wird es eine Woche. Wobei, wenn das Video online ist, ist schon eine Woche und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Sie sagen zwar, dass es nur eine Woche hält, aber ich merke noch keinen Unterschied. Und ja, das Entfernen wird genauso sein wie beim normalen Shellack. Und so teuer war er gar nicht, wenn man bedenkt, für 10D zahlt man sich um die 50 Euro mit Top und Base und da ist noch gar keine Farbe dabei. Für den habe ich jetzt 14,95 Euro bezahlt. Das geht wirklich. Dann sind wir rübergegangen zum Forever 21 und ja, ihr denkt euch, sie zeigt uns eine leere Verpackung, aber nein, ich habe es hier oben. Ja, ich habe mir damit so eine Halskrause besorgt. Soll ja jetzt wieder in sein. Ich kann mich erinnern, in meinen jungen Jahren, so mit 14, waren die auch im Trend, aber ich hatte so ein plastikernes. Die waren super cool damals. Und ja, jetzt ist es wieder cool und das ist ein Beweis dafür, dass ich alt werde. Autsch. Aber ja, hey, ich halte mir das auf und in so 15, 16 Jahren ist das wieder trendy und dann kann ich es wieder hervorgraben. Schade, dass ich meine Plastikdinger nicht mehr habe. Aber ja, die kosten halt auch nur 3 Euro, wenn überhaupt. Genauso wie dieser Chaka oder Chuka oder wie der auch heißt. Chapa, Chapa, Chapa. Ihr werdet es wohl besser wissen, wie das heißt. Ich bin da nicht so up-to-date, würde ich mal sagen. Ja, bevor ich mich aber mit meiner Freundin getroffen habe, das habe ich vergessen zu erzählen. Ja, Wetterumschwung, pipapo, in der Früh eiskalt, tagsüber brennheiß. Sie wollte sich nach der Arbeit mit mir treffen. Und ich war natürlich sehr warm angezogen und habe mir gedacht, okay, ich muss halt schnell zum New Yorker mir irgendein T-Shirt holen. Und ich habe gleich 2 mitgenommen, nämlich unter anderem dieses hier. Da steht, I'm in love with the USA. Also nicht I'm love with the Coco, sondern nein, with the USA. Finde ich ganz schön. Heute habe ich es mit einem Blazer und weißen Hosen angezogen in die Arbeit. Wirkt auch sehr casual, also kann man ruhig im Büro anziehen. Das hier ist auch von New Yorker, war auch im Angebot. Und dadurch, dass dieser hier so billig war, nämlich 4,50 Euro, habe ich mir natürlich ein zweites auch mitnehmen müssen. Und das ist dieses hier. Hier steht drauf, life is too short to wear boring clothes. Und dieser Snapchat-Geister, die schauen echt lustig aus und ich finde es echt toll. Und die blaue Farbe, finde ich, passt auch zu meinen blonden Haaren bzw. grünen Augen. Ja, finde ich einfach noch sweet.
genauso wie das. Sweet. Und um 9 Euro würde ich jetzt sagen, ist nichts verhaut. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich letztes Monat noch einkaufen war und ich mir dort doch ein paar Shirts geholt habe und natürlich das Doppelte für die ausgegeben habe und jetzt sind sie alle im Angebot. Also wenn ihr Shirts sucht für nächsten Sommer oder weil ihr jetzt noch die warmen Tage nutzen wollt, schaut bei New Yorker rein, die haben echt super Angebot. Und natürlich habe ich mich am nächsten Tag mit einer anderen guten Freundin getroffen. Die musste halt Katzenfutter besorgen beim Futterhaus, heißt das. Die von Futterhaus haben diese Futterkarte und mit dieser Futterkarte erspart man sich bei jedem Einkauf 2%. Aber nicht nur das, sondern sie haben auch so tolle Angebote gehabt. Und zum einen habe ich irrsinnig viel von diesem Ferminator gehört. Ja, ich habe alle erdenklichen Katzenbürsten. Wenn man jetzt eine Katze braucht, ist natürlich keine da. Auf jeden Fall hat mir meine Nachbarin gesagt, das ist eine super tolle Bürste, aber sie ist halt irrsinnig teuer und ja, sie ist es, also steht auch drauf, fast 40 Euro und ich habe nur 25 Euro bezahlt. Also das geht, man kann, wenn man will. Aber ja, ich gönne mir auch immer so viel, also kann ich für meine Stinke auch was tun, auch wenn sie manchmal ich nicht verdiene. Also auf jeden Fall habe ich ihnen dieses Massefutter gekauft, wo drauf steht 100% getreidefrei, plus Sonnenblumenöl, plus Sanddorn, plus Taurin. Habe ich ihnen natürlich auch dieses Happy Cat mitgenommen, feinlösend angeblich, weil es so splittert, dass es das wegkratzt. Die Verkäuferin meinte, es ist wurscht, welches Hartfutter, Hauptsache Hartfutter, aber dieses hier ist besonders gut, weil es auch gut gelenkunterstützend wirkt. Haarballenkontrolle enthält ebenfalls und 86,5% tierisches Protein. Zwar, wenn man beim genauen Hinschauen sich das ansieht, hat es nur 13% drin. Und Geflügelprotein auch 13%. Ja, haben die anderen Katzenfutter auch, nur steht da halt nicht drauf, dass es so viele positive Faktoren hat. Ich hoffe, ich habe euch mit meinem Video ein bisschen amüsieren können, unterhalten können, whatever. Oder auch zum Sparen verleiten können, weil nicht alles, was ihr seht, braucht ihr. Ich wünsche euch einen guten Feinschmeck, einen schönen Tag oder einen Abend oder gute Nacht. Ich weiß ja auch nicht, wann ihr euch in meine Videos so reinzieht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit einem neuen Thema. Bussi, eure Ramona.